OK. Buenos dias. But I don't speak more of this Spanish, I think. That's all I know. Cervezas, I know. one cervezas. Laden der Westen. How are you doing, chat? Okay, let's stop and look what I planning. Let's remember. My mission, Sacramento, 100,000 citizens, 50,000 is... Okay. Vincent code THX JV PRF. Grab this code, it's free. Free money, crypto money. So viel Erfolg mit diesem hübschen kleinen Bahnhof. Werde ich haben. Carson City, Sacramento. Thank you.
Okay. Where I put you? Choo-choo! Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? This. Okay, San Francisco nach Promontory Point. Okay. Skip this song. Okay, ihr braucht das.
Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Du hast die erste Expressverbindung zwischen Los Angeles und San Francisco eingerichtet. Die Reisezeit die Westküste hinab hat sich dramatisch verringert. Yeah. Machen wir hier noch einen Wachmann rein. So. Ned Hunter. Okay. Bilde dein eigenes Personal aus, du Schmarotzer! Tschu-tschu. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Was wollte ich jetzt gerade? Hier. Neizer!
Hä? Wo fährst du hin? Da bauen wir eine Industrie hin, da bauen wir ein Sägewerk. Okay, Sägewerk haben wir. Ist Stoff. Okay. Hallo Tanja, geht's, wie steht's? Carson City. Moment. Automatisch. Okay. Jo, geht auch. Gestern war ich ja nicht online, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen hatte und so. Aber heute geht's schon wieder besser. So, haben wir das. Können wir hier noch einen Bahnhof setzen? Lexi, hallo, willkommen.
denn noch ein Zug? Nach da. Eine billige Lok. Gut. Das läuft. Anschlussprämie. Den wirst du schnell mal angeschlossen. Boom. Zack. Angeschlossen. Wenn das so ist, dann können wir ja die doch noch ein bisschen ändern. So. Dann gibt es hier eine neue Zuglinie von da nach da. Ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Einer fehlt noch. Ist viel besser. Aber jetzt habe ich auch 300. 60 gemischt. Machen wir so. Wir stellen gleich noch Zugpersonal ein. Ach, schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? Wachmann. Natürlich. Und noch ein Heizer. Super. Und noch ein Lokführer haben wir. Dann kommst du hier rein. Hier haben wir Dienstwagen, gut. Könnt ihr auch noch Dienstwagen rein?
Ich hab so viel Geld. Oh, noch ein Crate Giveaway. Ich wollte nur den Preis in die Höhe treiben. Lokführer. Schnell wieder vorbei. Ja, manchmal kann es so einfach sein, ne? GG. Zinsen für Anleihen wären fällig. Zahlen schon mal die zurück. Aber sonst noch irgendwo was? Kannst du ja keine Industrie bauen? Verdammt. Ja, schönen Abend hier dann auch noch. Was? Noch ein Bahnhof? Wie sieht das denn aus? Neuer Zug von hier. Passagiere und Post. Moment. Machen wir noch 9.
Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Schu-schu! Entschuldigung, ich hab mich mitreißen lassen. Schu-schu. What we have here? So läuft das. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Sechzigsechstausend Einwohner, Citizens. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Bringt wohl, glaube ich, nicht, ne?
Bilde dir gefälligst deine eigenen Leute aus und lass mich in Ruhe. $7,4 million, $7,2 million. Wir werden erstmal die Anleihe zurückzahlen. Das geht gar nicht. Huch. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Heizer und Wachmann. Wachmann kommt hier rauf. Und der Heizer kommt hier rauf. Natürlich, die mögen sich wieder nicht. Okay, Code. Free Money Time. Diese Entscheidung ist überdenkenswert. $928,000. Er hat eine Käserei gebaut. Oh. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben.
Durch deinen Bahnhof können die produzierten Waren viel besser in die Stadt gelangen. Nein. Tatsächlich? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Sechshunderttausend. Uff. So, dann noch ein Versorgungsturm hier irgendwo hin. Husch, husch! Lass die Erwachsenen in Ruhe Geschäfte machen. Alle Achtung! Dein Streckennetz hat nun eine Gesamtlänge erreicht, bei der unsere Konkurrenten aufhorchen werden. Ja. Nehmen wir noch eine Einleihe für eine Million.
Nur Fracht, Lokomotive. Ach komm, bei mir kann dein Mitarbeiter wenigstens noch etwas lernen. Nehmen wir Baukosten. Spion. Die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Noch ein Zugbegleiter. Abschreiber mag niemand. Lass mich in Ruhe. Hey, kümmere dich lieber um dein eigenes Unternehmen. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. What? Und hier nach da. Mal von hier und dann nach Sacramento. Nur Fracht. Another great giveaway. Ach, ich halte mich nicht mit den Details auf. Mir ist doch egal, was die beste Verbindung oder die schönste Lok ist. Solange alles zischt und dampft. Natürlich würde keiner dieser Männer mir zugestehen, dass ich die Zügel in der Hand halte. Aber ich brauche ja auch nur ihr Geld.
ein weiterer Bahnhof schien in dieser Stadt angemessen. Natürlich. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit der Erzeuger. Scorpio, Scorpi. Thank you for the raid. Thank you, thank you. And welcome, Raiders. How is it going? I play with trains. Choo choo. Corpo, willkommen. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Maybe the ad is over. Scorpi, thanks for the raid. Again. Thank you, thank you, thank you. Like I said, I play with trains. Choo choo. How is it going, Corpo? Guess the number game is open. You can guess a number between 1 to 40 and win a crate. So. I'm also good. Thanks for asking. You see, it's not hard to get a crate. There, congrats, and I think it's your first win. You get a badge too. GG. No problem. I'm a small channel, so that I usually have low guess the number games, because one or two guys guessing, it's hard when you guess alone, for example 1 to 200 or so. For this reason, mostly I have 1 to 40, 1 to 50, guess the number.
From here to here. Acht. Diese Lok geht so leider nicht. Nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Okay, what next? Oh, 1 million. Wage es nicht, eine Übernahme zu versuchen, du Sittenstrolch! Doch, doch. Das machen wir. What we can also do? Alien, take this, my laser, pew pew. Verstanden, dass mein Bahnhof in dieser Stadt ausreicht. Versorgungsturm. Zack. More money. And another. Now we drive to Sacramento. Why I can't do this? Eh? Oh, right. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? I see, I see.
Thanks for posting the code. San Diego to Sacramento. Dead set. Wenn ich mit deinem Unternehmen fertig bin, sind nur noch kleine Krümel übrig. Na denn. Das war ja noch einfacher, als einem Kleinkind das Sahnekonfekt zu stehlen. Nächsten Damen, hello, welcome. How are you doing? Digitelli, hello, welcome. So much people here, then we can go for a coin giveaway. 500 coins, 1 to 80. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Noch ein Wachmann. Digitally. Congratulations. And I think you don't have my badge. The first win gets the badge. GG. Problem. I mean, danke sehr. Okay. Kein Problem.
So langsam muss ich mir irgendwie merken, wer Deutsch spricht und wer nicht. Ist schwierig. Ist natürlich einfacher für mich, wenn ich das weiß. So. Lokführer. Dennoch ein Wachmann. Leute fehlen haben. Ja. Wir müssen irgendwas machen hier. 100.000 Einwohner in Sacramento. Wir haben 84.000. Apropos, wir sind das wertvollste Unternehmen. Haben wir schon mal 50% meinen Konkurrenten. Schon mal 80. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Das meint ja Central Pacific Railroad. Amestas, hello, welcome. Let's look what we can do. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Reporter seine Informationen haben könnte. Milford. Hallo.
auch gute Nachbarschaft. Ich will dir ja nicht drohen, aber ich kenne da diesen erfahrenen Bauleiter aus Detroit. Der könnte in 3 Tagen hier sein. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Na toll, Möbelindustrie will er noch nicht. Los, wachse, Sakrament, wachse. Meine Kalkulation hat ergeben, dass dieser leere Bauplatz eine ausgezeichnete Investitionsgelegenheit ist. Oh, ist das eine Ratte? Komm schon, 96.000 Einwohner. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Auf gute Nachbarschaft. Was, wo, wie?
immer schneller und schneller. Mit stilvollem Reisen hat das aber nichts zu tun. Durch deine Arbeit ist Sacramento zu einer einflussreichen Stadt und einem Knotenpunkt für unser Streckennetz geworden. Yeah. Okay. Berichte in San Francisco eine Universität. Was? 180.000. Die Money Time. Instant Code. Ich kann keine Universität errichten. Choo-choo. Let's look what we can give away. We have our coin buff. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. GG, Mason Drum. There, your coin buff. Congratulations. Zum Glück gibt es genügend Narren, die bereit sind, in eine gut laufende Eisenbahnfirma zu investieren. Ich darf Ihnen nur nicht zu deutlich zeigen, dass sie mir gehört. Sollen Sie ruhig denken, dass Sie die Genies sind, solange bei mir der größte Teil des Gewinns landet.
15%. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Ich wollte nur den Preis in die Höhe treiben. Genau. Carson City West Farm. Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Eine ausgezeichnete Investition. $32 million. Uff. Was brauche ich denn noch? 31,50. 69. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge.
Okay. Das hältst du also für eine gute Idee? For posting the code, Mason Dam. Let me look what I can give you. This. Nur Fracht, Lokomotive, die da. Das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ach, diese da. Thank you.
Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Bretter werden hier gebraucht. Also machen wir einen Zug. Von hier. Ach da. Braucht der auch Bretter? Der braucht auch Bretter. Also machen wir noch einen Zug. Von hier nach da. 8. Zugbegleiter. So, mal gucken. Heizer. Natürlich. Nee, das brauchen wir nicht. So. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Eigentlich ein sehr gutes Angebot. Warum habe ich eigentlich nicht mitgeboten? Tja, warum nicht? Jetzt ist es meint.
Nee. Auf gute Nachbarschaft. Sacramento, Los Angeles. Oh. Telefon. EAB. Thank you.
So, back. My mom was calling. Instant code Y 9 G N 2 White. Thanks for posting the code. The old bug. Items must be unclaimed. Okay. In San Francisco eine Universität. Da kann ich doch nicht. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Fällt dir ein, mich einfach so aus dem Geschäft zu werfen? Schämen solltest du dich! Yeah! Now I buy this guy. Derzeit 44 Bahnhöfe angeschlossen. Na ja, dann. Na din. Das hier oben auch alles meins. Muss alles viel schneller gehen. Wir haben keine Zeit. Hm.
noch ein Lokführer. Hier noch ein Wachmann. Was? Meine Kalkulation hat ergeben, dass dieser leere Bauplatz eine ausgezeichnete Investitionsgelegenheit ist. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Okay, next giveaway. Great. Menschen sind kompliziert, viel komplizierter als Lokomotiven und viel unzuverlässiger. GG, congratulations. And another one. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was du vorhast. GG, congratulations.
Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ich wollte das zwar haben, aber bitte, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren, aber neugierig bin ich schon.
new or die out in the old. Why? Why only Portland? I see. Queen of the free, the breaker of chains. Winter will cry out my name. Look to the sea to follow my claim. Become the mother of flame. On burn! Spokes on the wheels still turn. Okay, Portland. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Okay. Es ist Zeit, mein Geld ein wenig für mich arbeiten zu lassen. What? What we have left? 3-3. Whoops. Stop. Missklickt. Sorry.
Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Du hast noch nicht verstanden, dass mein Bahnhof in dieser Stadt ausreicht. GG. And another crate. GG. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren, aber neugierig bin ich schon. Warum würde jemand mit klarem Verstand hier noch einen Bahnhof bauen? Um dir Konkurrenz zu machen.
Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Durch deinen Bahnhof können die produzierten Waren viel besser in die Stadt gelangen. Chaplinsenke. Da hattest du aber Glück, dass niemand mitgeboten hat. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich war so frei, hier eine Fabrik zu errichten. So, der braucht Kohle. Auch noch. Mist. Kriege ich was wieder, wenn ich den kleiner mache? Geht gar nicht. Du bist also noch nicht ganz sicher. Immer Zahlenraum 0 bis 1. An diesem Betrieb steht bereits ein Bahnhof. Kostet mich das 532.000. Free money time. Grab this code, it's free. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Drei Passagiere fehlen noch.
43 weißt Millionen. Weißt du was, dann nimm du es doch. Ich will's gar nicht mehr. Hunderttausend. Können wir einen kleinen Bahnhof mal anbauen? Meine Kalkulation hat ergeben, dass dieser leere Bauplatz eine ausgezeichnete Investitionsgelegenheit ist. Super. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Immer dieselben Sprüche. Halt die Fresse. Okay, next great giveaway. Siebzigtausend. Mit dem Preis kann man ja ein paar Reise legen, ne? Hey. Wer braucht das Sacramento? Momento, por favor. There, you're great, GG. Forbidden Justice. Hello, welcome. How's it going? Von hier nach hier.
Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ein Bandit. Genau, da auch erstmal aus. Glaubst du, deine Raufbeute beeindrucken mich? Oh, ein Schnäppchen, da muss ich einfach zugreifen. Du hast die ersten Passagiere von San Francisco bis zum Promontory-Point gebracht. So eine Halleluja. Reise wäre bis vor kurzem noch unvorstellbar gewesen. Halleluja. Du hattest wenig Chapter Zeit, dann. Aber du warst trotzdem erfolgreich. Du hast es geschafft, die Sierra Nevada zu durchqueren und noch vor der Union Pacific am Promontory-Point zu sein. Der Platz in den Geschichtsbüchern ist dir sicher. Yay. Die letzten Hammerschläge am Treffpunkt von Central Pacific Railroad und Union Pacific Railroad lösten einen Sturm der Begeisterung in der ganzen Nation aus. Die Zeit gefährlicher Schiffspassagen, langsamer Flusstransporte oder entbehrungsreicher Planwagenfahrten war vorbei. Trotz aller Hindernisse und Gefahren wurde eine Brücke zwischen Ost und West geschlagen. Waren und Passagiere konnten nun ungehindert vom Pazifik bis an den Atlantik gelangen. In den folgenden Jahren galt es zwar noch viele Gefahren und Krisen zu überwinden, doch an diesem Tag wurde der Grundstein für eine Ära ungekannten Wachstums und Wohlstands gelegt. Ticketverkäufer. Wird fortgesetzt. Stop. What? Why? First we save. Das Spiel Hauptmenü. Kampagne. Das sind die Kampagnen, okay. Gibt nur die paar Kampagnen.
Interessant. GG, Mason Dumb. There's no heart that is quite as bright as a flame that flickers free. Holy shit. Okay. When I click this, an external program opens. Okay, I think that's it for today. Let me dump my last items. Mason Dumb, thank you for moderating. Luki is lurking. Raisin Boy is lurking. Let's look there. Interheil is lurking. Okay, let's close the giveaway. Wave to show you are here. Will do, is the answer. I play Railway Empire. Is this free? No, is no. Good luck, everyone. Congratulations to the winners. I'm not
here tomorrow. I will be here on Wednesday. So thanks for watching, thanks for the follows, thanks for the donations. Have a nice evening. I don't wait somebody today. I just go off. Bye bye. Arrivederci.